Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1. Ich bin immer noch gestresst, aber ich denke mal, wir werden es langsam hinbekommen. Ich könnte ja auch für heute einfach aufhören. Dann wäre ich nicht mehr so gestresst und könnte relativ entspannt in die nächste Aufnahme gehen, aber nein. Bin ja ich, aber ich will auch wirklich einfach nur vorankommen. Aber nach dem Stress hier bin ich mir echt nicht mehr so ganz sicher, ob ich mit Chris noch einen Durchlauf machen will. Weil es mit ihm ja sehr viel schwerer wird. Ich habe weniger Inventarplatz und so weiter und so fort. Ich weiß es echt gerade nicht mehr. Jetzt gerade macht mir Resident Evil... Es macht mir zwar schon Spaß, weshalb ich noch weiter aufnehme, aber es macht mir nicht mehr so großen Spaß, weil ich es so extrem unfair und arschig gerade finde. Und das ist halt die Scheiße daran. Ja, möchte ich, bitte, danke. Ich habe einfach ständig Angst zu sterben und ich will nicht sterben, weil das dann so scheiße ist. Und ich bin froh, jetzt gespeichert zu haben wenigstens. Und dass ich so viel Heilung dabei habe und auch Farbbänder und alles. Das gibt mir nochmal so eine zusätzliche Sicherheit, aber naja. Ich habe ja gerade eben eigentlich erst gespeichert, ne? Ist dumm. Zum Glück muss ich nicht nochmal extra kurbeln. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig, ist gerade die Frage. Ich glaube nicht, oder? Nee. Doch. Was? Wo war dieser Kampf mit der Spinne? Nee, es war doch hier. Oder? Scheiße. Ja, natürlich. Natürlich kommen kleine Spinnen raus. Darauf habe ich ja nur gewartet. Nein. Danke. Ui. Ich glaube... Das ist ekelhaft hier. Ich glaube echt, das Schlimmste ist überstanden. Oh, hier liegt sogar noch was. Farbbänder. Ja, warum nicht? Nehmen wir direkt mit, ne? Haben ja noch nicht genügend. Also, das ist echt das Einzige, wovon ich echt, ja, nicht zu viel habe, aber auf jeden Fall mehr als genügend habe. Yeah, ich nehme das coole Kampfmesser. Was genauso nutzlos ist wie mein erstes Messer. Aber hier brauche ich es leider, deswegen... Sonst kommen wir hier nicht weiter. Beste Schneideanimation jetzt ever. Also größten Respekt nicht an die Entwickler für diese geile Animation, sondern an jeden, der Resident Evil mit dem Messer einfach nur durchspielen kann. Es gibt ja solche Runs, wo ich dann einfach nur denke, what? Aber okay, man kann ja auch manchmal an den Gegnern wirklich gut vorbeikommen, wenn man rennt, hat man ja schon gesehen. Auch an mir. Ich glaube, das hier vorne war ein Safe Room. Deswegen gehe ich auf jeden Fall hier hin. Als erstes. Ja! Ist das Leben schön. Ich nehme alles mit, ist es mir so egal. Ich bin gerade einfach nur so erleichtert. Hier ist wirklich alles, was das Herz begehrt. Seht euch das an. Kräuter, First Aid Spray. Endlich eine Kiste und eine Schreibmaschine. Das Leben kann so wunderschön sein. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ungelogen. So glücklich. Und dankbar. Oh.
Vielleicht übertreibe ich gerade in eurer Meinung nach, ne? Aber es ist mir gerade so egal. Ich bin einfach nur so selig. So selig. Ich weiß nicht, ob ich schon die Kurbel weglegen kann. Ich will es nicht riskieren eigentlich. Ich lege nur gleich die Farbbänder wieder ab. Ach, das ist ein blaues sogar. Okay, aber das lasse ich mal einzeln. Auch wenn ich es ja kombinieren könnte hier, aber nö. Weil dann heile ich mich hinterher, weil ich verletzt bin und dann bin ich auf einmal wieder vergiftet, brauchte doch noch ein blaues, deswegen sicher ist sicher. So, erstmal speichern. Möchte ich auch, ja, möchte ich, auf jeden Fall. Danke. Daran erinnere ich mich noch, das ist die Agro-Schreibmaschine. Jill ist aus welchen Gründen auch immer extrem aggressiv halt immer bei dieser Schreibmaschine gewesen. Ich weiß nicht warum. Aber ich find's witzig, wie sie noch immer so einmal drauf hat. So. Ich glaube, sie hat einfach auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich kann's verstehen. Ja, sowas ist einfach nur schön. Die Agro-Schreibmaschine. Hier sind ja Schlangen. Huch! Wo kommt ihr denn her? Wie sie einen hier noch vergiften wollen, ne? Also hier zieht das Spiel echt nochmal alle Register, um einen so richtig fertig zu machen und einem den Stinkefinger zu zeigen. Aber sowas von... Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Echt, nur gut, dass sie klug genug ist, sich selber eine Karte zu zeichnen. Ich bin da jetzt rausgekommen, da ist einfach nur ein Gang und da ist eine Tür hingegen. Okay, dann gehe ich zuerst den Gang entlang, würde ich sagen. Noch ein Steinchen. Okay, ich will doch zuerst die Tür checken. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Das ist gar keine Tür, oder was? Okay. Ich bin verwirrt. Hat sich nicht extra hingehockt, hat sie auch gedacht, so von wegen. Oh, war letztes Mal voll unnötig, lass ich mal. Jetzt habe ich sogar die richtige Karte. Auf jeden Fall. Karte ist Gold wert. Ich meine, ich zeichne sie mir zwar selber, weil ich klug bin, klüger als Harry in Silent Hill 1, aber egal. Was ist hier denn? Oh! Ja, bitte, miau. Hatte ich vorhin nicht nochmal sowas gesehen? Habe ich etwa eine Modisk verpasst? Ich habe gerade deswegen ein bisschen Sorge. Das ist noch nicht richtig, oder? Nee. Kann man hier runterfallen? Ich glaube nicht. Och, nur weil ich nicht pixelgenau stehe. Hilfe. Kurbel, was das Zeug hält, Jill.
auch eine sehr komische Anlage, dass hier sowas möglich ist und nötig ist und... Das macht einfach nur sowas von keinen Sinn. Et voilà, auf einmal ist hier noch eine Tür. Seriously. Ach, Rätseltime. Ah, okay. Was ist hier? Ach, das ist die gleiche Platte, okay. Sieht also komisch aus. Was? Jetzt aber. Geht doch. Verwirr mich doch nicht, das Spiel. Unnötig einfach nur, aber trotzdem an sich irgendwie eine coole Idee. Ah, die zweite Medaille. Nein, nicht nutzen. Ich wollte... Ja. Wolfsmedaille. Aber ich habe jetzt wirklich ein schlechtes Gewissen angesichts der Mo-Diskette. Oder Disketten, besser gesagt. Ich habe echt das Gefühl, jetzt eine übersehen zu haben. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nochmal speichern und dann gehe ich nochmal zurück. Weil ich mir echt halt nicht sicher sein kann. Ich möchte auf jeden Fall das ganz gute Ending und dafür brauche ich 3 Modusketten. Und ich kann mir einfach nicht sicher genug sein, dass ich da jetzt wirklich alle habe, sag ich mal. Wo ist denn die andere Medaille jetzt geblieben? Medaille? Fragezeichen? Hallo? Ach, da. Wer gucken kann es und lesen kann, ist klar im Vorteil. Ah, Hilfe, Leute. Ja, möchte ich. Ich habe mich jetzt schon so ein bisschen eigentlich erschrocken durch ihren letzten Aggressionsding, obwohl ich das eigentlich weiß. Deswegen, also ich kann nur sagen, Leute, das Spiel macht mich fertig. Machen wir es mal auf die Suche nach den Modusketten. Untersuchen wir einfach mal jedes Loch. Was extrem falsch klingt, ich weiß. Wenn hier jetzt Hunter sind, gehe ich aber wieder. Ich glaube, dann ist mir das doch zu stressig. Okay, noch kein Hunter in Sicht. Deswegen, wo ist das nächste Loch? Ist hier eigentlich ein Loch?
Nee, doch nicht. Hier habe ich reingegriffen. Hier war ja eine Modus-Kette drin. Muss ja auch nicht in jedem Loch was sein. Das klingt auch so falsch, ne? Obwohl, wenn ich jetzt verwundet werde, ist ja eigentlich scheißegal. Ich könnte ja einfach dann laden. Ne? Da sind auf jeden Fall Hunter. Ich möchte das ja eigentlich schon ganz gerne kontrollieren, wenn ich ehrlich bin. Fürs beste Ending. Die habe ich ja jetzt wirklich gut im Laufen auf jeden Fall gekriegt. Jetzt bin ich genau da, wo ich nicht hin wollte, obwohl doch muss ich ja. Ich meine, hier ist ja jetzt so an sich nichts. Hier ist kein verdächtiges Loch gewesen, okay. Und hier liegt auch wirklich nichts, ja? Ganz sicher. Nee, hier liegt nichts mehr. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Was ist das hier eigentlich in der Mitte? Das ist total seltsam und auffällig eigentlich. Hier komme ich schon wieder zurück zu den beiden Idioten. Das will ich natürlich nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal hier rein. Barry ist auch verschwunden. Und von dir kriege ich auch nichts mehr noch im Nachhinein. Ne. Dann war es doch unnötig, hierher zu rennen. Okay, schade. Ich meine, ist ja eigentlich gut so, ne? Aber jetzt fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Das heißt, die letzte Modus-Kette müssen wir jetzt gleich im Labor kriegen. Was in diesen Befehlsdingern ja schon erwähnt wurde. Oder ist hier eine Mulde? Nee. Ich hoffe sehr, dass ich mich nicht irre. Wie würde ich mich sonst ärgern? wie der nach mir gegriffen hat, ey. Aber ich habe jetzt einen Treffer kassiert. Soll ich laden? Aber nein, wegen einem Treffer nicht. Ich müsste noch auf grün sein schließlich. Richtig, richtig. Komm, scheiß drauf. Das macht uns gar nichts als Jill. Wir sind ja ein hartgesottenes Mädel. Ich meine, hier noch nicht so im ersten Teil. Es ist ja unser erstes großes Abenteuer, sag ich mal. Aber hey, wir sind Jill Valentine. Passt schon. Uns geht's gut. Ich hoffe nur wirklich, dass ich nicht irgendwo in der dunklen Nische jetzt doch noch irgendwas übersehen habe. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Ich habe so ein bisschen Angst. Also nicht direkt Angst, aber es wäre halt echt schade, wenn ich da eine Modus-Kette jetzt irgendwo übersehen hätte. Ich finde es sowieso verdächtig, dass wir jetzt schon zwei haben. Dass wir jetzt schon zwei kriegen konnten. Wow, stimmt ja. Warte mal, was ist hier mit dem Kasten eigentlich? Nichts, auch gut. Das sieht ja auch sehr verdächtig aus. Aber gut, dann können wir jetzt den Fahrstuhl benutzen. Und das werden wir auch. Wir können nicht nur, wir werden. Wusste ich doch.
Können wir hier nicht rein? Sie ist zugeschweißt und lässt sich nicht öffnen. Warum auch immer. Kräuterchen. Das Bild eines Wolfes ist in dem runden Hohlraum eingraviert. Das heißt, die Wolfsmedaille muss hier rein. Okay, hier ist gar nichts, ne? Gut. Ich dachte schon gerade, ich bräuchte jetzt doch drei. Habe schon gerade einen leichten Schock gekriegt. So, und hier muss der Adler rein. Oh, seriously. Das Bild eines Adlers ist in dem runden Hohlraum eingraviert. Darf ich das bitte jetzt benutzen? Danke. Sehr interessant. Kräuterchen nehmen wir natürlich mit. Aber blaue haben wir, glaube ich, genug. Ich könnte ja sonst natürlich das mit dem einen hier noch kombinieren, einfach just for fun. Mache ich auch, glaube ich, dann so. Aber grüne sind immer gut, davon kann man nie genug haben. Ich mache mir, glaube ich, zweimal jetzt eine kleine Mini-Heilung davon. Weil ich hatte auch mal eine Erinnerung, dass Blau einen kurz unverwundbar macht für 2-3 Schläge, aber das ist, glaube ich, Schwachsinn. Falls ich jetzt wiederum Schwachsinn erzähle, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann ärgere ich mich, wenn ich Resi bereits fertig aufgenommen habe und das dann lese. Aber naja. Liebe Freunde der Nacht, was uns erwarten wird, wenn wir hier runtergehen, erfahren wir jedoch erst gemeinsam im nächsten Part. Muss ja spannend bleiben. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Part. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch wieder richtig Spaß am Spiel, jetzt wo die scheiß Hunter nicht mehr hier sind. Von daher, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!